Diese Partie wurde wegen der Toto-Pokal-Finalteilnahme des FV Illertissen vom 38. Spieltag nach vorne gezogen und weist eine interessante Statistik auf. In allen drei bisherigen Vergleichen siegte immer das Auswärtsteam. Eine Fortsetzung dieser Serie käme dem SC Eltersdorf im Abstiegskampf natürlich sehr gelegen. Doch auch die Föhlinstädter, wie gewohnt ganz in Blau, wollen nach 4 sieglosen Spielen ohne eigenes Tor unbedingt mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Die erste Szene gehörte allerdings dann gleich den Gästen nach handgestoppten 44 Sekunden. Tobias Herzner lässt die Hereingabe von rechts schön durch zu Karim Said, aber Fabio Maiolo ist einen Tick schneller und klärt. Kurz darauf wird es aber auch gleich auf der anderen Seite gefährlich. Maurice Strobel wird dann mit einem Steckpass bedient, doch Tugerg Backler kann mit dem linken Fuß noch entscheidend parieren zur Ecke. Schwungvoller Start von beiden. Und so dauert es auch nicht allzu lange bis zum ersten Punch. Eine zunächst kurz ausgeführte Ecke segelt auf den Schädel von Kevin Beer. Führung also für die Quecken. Nun der FVI gefordert und sie reagierten schnell. 20. Minute, Maiolo dringt von rechts in den Strafraum ein, wird zu Fall gebracht, glasklarer Elfmeter. Nachdem zuletzt gegen Bayreuth Kapitän Marius Wegmann verschossen hatte, trat diesmal Janik Kendo-Wanner an, aber er zielt zu genau Pfosten. Doch nur eine Zeigumdrehung später war die mittlerweile 381-minütige Torflaute der Hausherren doch vorbei. Nicolas Keckeisen trifft nach einer Ecke reaktionsschnell zum 1:1-Ausgleich. In der Folge übernahmen die Hausherren dann doch deutlicher das Ruder. Das Problem mit der mangelnden Chancenverwertung, das sich bereits seit einigen Spielen durchzieht, blieb aber weiterhin bestehen. Der zweite Durchgang begann dann, wie der erste geendet hatte, mit einer guten Offensivaktion der Gastgeber. Aber die Vorlage auf Lukas Schmotzler einen Tick zu weit. So ist Akbakla rechtzeitig draußen. Ähnliche Szene auf der anderen Seite. Auch hier ist Felix Thiel zur Stelle und verkürzt gegen Herzner den Winkel. Nach gut einer Stunde kamen die Quecken dann zu 2 Standards. Zunächst landet ein Kopfball von Adi Topperlein noch an der Latte. Bei der zweiten unmittelbar folgenden kommt dann der baumlange Oliver Gonnert an die Kugel und bringt die Gäste nach 63 Minuten erneut in Führung. Sehenswerter Kopfball von Gonnert. Illertissen ähnlich wie nach dem 0:1 mit dem Versuch einer sofortigen Antwort. Wanner schlänzt das Leder allerdings knapp links vorbei. Recht viel mehr fiel den Gastgebern dann ansonsten aber nicht mehr ein. Eltersdorf setzte noch den ein oder anderen Konter, allerdings ohne wirklich zwingend zu sein. Es reichte aber auch so für die Gäste, denn bis auf 1-2 Fernschüsse in der absoluten Schlussphase kam vom FVI im letzten Liga-Heimspiel der Saison nichts mehr. Ja, erstmal Glückwunsch an Eltersdorf. Die haben heute sehr diszipliniert verteidigt, haben durch 2 Standardsituationen über 90 Minuten sich dann den Sieg verdient, ähnlich wie jetzt schon am Freitag. Wo wir überlegen waren, haben wir es heute nur einmal geschafft, einen Torerfolg zu erzielen. Ja, ich bin natürlich überglücklich, dass wir den wichtigen Dreier jetzt im schweren Auswärtsspiel bei FV Illertissen ziehen konnten. Ich glaube, in der ersten Halbzeit war es ein zerfahrenes Spiel auf beiden Seiten, wobei ich Illertissen mit mehr Spielanteilen gesehen habe, auch ein Stück weit besser in der Spielanlage. Und aufgrund der zweiten Halbzeit, wie die Mannschaft leidenschaftlich gekämpft hat, den Sieg unbedingt nochmal haben wollte, muss ich sagen, war es für uns ein verdienter Auswärtserfolg und macht natürlich eine einfachere Busfahrt, jetzt 3 Stunden nach Hause zu fahren. Mega wichtiger Erfolg für den SC Eltersdorf, der nun mit 38 Zählern wieder vom direkten Klassenhalt träumen darf. Illertissen muss sich dagegen das dringend nötige Selbstvertrauen fürs Toto-Pokalfinale in Heimstetten und oder Schweinfurt holen.